Was habt ihr beide vor? Außer Kitty mit dem Baby machen? Ich farm gerade für Kitty Holz. Kitty sagte, sie braucht Holz. Ja. Ja, Holz brauche ich auch. Ansonsten könntest du, wenn du möchtest, und wenn Kitty sagt, sie braucht deine Unterstützung gerade nicht, gerne zu mir gleich zur Falle kommen und mir beim Bauen helfen. Ja, kann ich machen. Nur wenn Kitty dich nicht braucht, das ist die Voraussetzung. Kann er ruhig, ist kein Problem. Gut. Ich hab eh hier was zu tun. Gut. Baby aufpassen. Besteht die Möglichkeit, dass er mir 95 Eisenbarren mitbringt, also Metallbarren? Oh, die haben wir gar nicht übrig. Die kriegt er von mir wieder. Ich habe meine nur zu Hause und ich muss meine Waffe reparieren. Oh, ist der geil. Der gehört mir. Oh, die Farbe ist so geil. Ist meiner. Oh ja. Der Hintergrund. Er braucht Futter. Mein Baby. Er braucht Futter. Gib mir das Futter. Hast du gesehen, die geile Farbe? Nein, habe ich nicht. Hab ich habe den Stream nicht an. Moment, ich muss erstmal Futter. Musst du gucken. Ja. Gucken. Alles gut. Leute, wenn ihr gucken wollt, bei mir im... Bei mir auf Twitch in der Beschreibung ist der Link für Kitty drin, alias Mareike Ingame oder auch Sabine Biene Wien auf Twitch. Schaut gerne vorbei. Dann könnt ihr euch das angucken, die Farbe. Oh, bin ich so super schnell wie der Spider-Man. Oh Gott. Alter, ich bin ja... Das musst du jetzt gucken. Guck. Petri, welche Farbe hat er denn? Na, guck. Ja, ich kann doch nicht. Ja, ist egal, gucken. Oh. Lila, blau. Cool. Was ist das? Lila, blau? Ja, guck mal. Lila, blau-Ton ist das. Mikroraptor, okay. Nee, blau. Ja, cool. Das ist aber jetzt meiner. Ja. Blau, meine Lieblingsfarbe. Ja, cool, das ist jetzt meiner. Siehst du, und schon ist Kitty wieder glücklich. Das ist schön. Soll ich ein Foto machen? Kannst du? Ich schub's in die Gruppe rein. Ja, schau ich mir dann später an. Oh, da ist ein Biberdamm. Passt auf, Leute. Für alle, die nicht wissen, wie man einen Biberdamm erkennt. Normalerweise stehen die entweder tief im Wasser, deswegen habe ich zwischendurch so runtergeguckt. Oder gerne auch am Rand. Oder so wie der, so halb und halb. Und da ist er. Moment, ich gehe mit dem Fernglas drauf. Da ist er. Da seht ihr nur die Äste oben raus schauen. Da, über meinem Kopf. Das ist der Biberdamm. Oh, so. Und da hinten an Land krabbelt einer rum. Hier ist gerade einer rumgeschwommen. Das Gemeine ist, wenn wir jetzt so schwimmen gehen, tun die Biber uns nichts. Wenn wir aber an den Damm rangehen, tun uns die Biber was. Dann kannst du laufen gehen. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hin. Vor allem Biber sind verdammt schnelle Schwimmer. Jetzt passt auf. Wir stellen uns mit unserem Agi gleich einmal drüber. Ich guck nochmal, wo hier die Biber sind. Da hinten ist einer. Das heißt, da hinten könnte auch noch ein Damm sein. Komm, noch ein Stück weiter. Ah, Mikroraptor. Gut, wir sind unter Wasser. Hallo, kannst du mal bitte, danke. Oh yeah. Boah, jetzt kümmere ich mich erst um den. Da hinten schwimmt ein Biber. Na, komm her. Level 72. So, hast du davon. Da schwimmt ein Otter. Geil, was wir hier nicht alles finden.
So, Moment, wo ist mein Agi hingeflogen? Alter, wo ist mein Agi? Weg. Ach, da oben steht er in der Luft. Ah. Na, wie läuft's? Wie läuft der Ark Grind? Oh ja, ganz gut. Hallöchen. Schön, dass du wieder da bist. So, also, jetzt folgt uns. Das ist ein Otter. Ein Otter haben wir auch schon zu Hause. Der ist da. Wo ist er? Da ist er. Ja, ich finde ihn gerade so nicht. Nö, Rechse kommen bei mir erst später. Ich bin der Landwirt in diesem Projekt. Und ja. So. Da hinten. Da, wo haben wir ihn? Da. Level 4er. Verdammt. Da, männlicher Otter, Level 36. Okay, da ist er. Verschwinde. Ach, sind direkt zweimal wieder. Zwei Terrorbirds. Ja, komm her. So. Habe ich jetzt hier meine Ruhe? Ja, davon gehe ich aus. Wir sind hier in Ark, also. Ja. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Sehen wir noch irgendwo? Nein, aktuell sehe das nächste Risiko. Auch wenn es noch far, far away ist. Da. Wo ist er? Der Dachs. Da. Polovia. Oh. Ah, okay, das Polovia kümmert sich gerade um den Level 4er Biber. Das ist gut. So. Jetzt packen wir das weg. Nehmen das Schwert zur Hand. Gehen einmal ins Wasser, gucken uns um. Ich sehe Mareike, aktuell keinen jo. Biber. Ich habe 9.687 Holz gesammelt. Nicht schlecht. Den Ist hier Zement draußen erstmal im Schrank, ne? nehmen wir mit, den Rest lassen wir hier. Ah! Komm schon. Jetzt kommen die Biber. Ja, ich guck gerade, wo sie bleiben. Aber es kommt keiner. Okay. Entweder sind sie tot oder sie sind beschäftigt. Ja. Eins von den beiden. Ja. Deswegen fliege ich mal hier rüber zu dem Level 4er Biber. Mal gucken. Bist du das noch? Bist du der Level 4er oder bist du schon ein anderer? Level 4, männlich. Okay. Aber der hat wahrscheinlich einen anderen Biberdamm. Deswegen interessiert er sich nicht für uns. Da muss noch irgendwo ein Biberdamm sein. Ja. Der jagen jetzt Level 60 Q, die beiden Terrorbirds. Nö, ich gehe einfach ein bisschen in die Luft und gucke etwas rum. Die können auch so ein bisschen am Ufer stehen, aber die sind immer im oder am Fluss. So. Aber ich sehe tatsächlich keinen Biberdamm gerade. Da wäre bei mir vorbeigelaufen. Ich gerade, ja. Okay. Habe ich doch richtig gehört, dass ihn wer bei mir vorbeigelaufen ist. So, okay. Ja, ich war das gerade kurz. Ich packe ein bisschen Holz direkt hier in eine Werkbank rein. Ja. Was ist das denn für ein Fisch? Wie viel Metall brauchst du, Metallbahn?
Ich brauche 95. 95? Ja, um halt mein Gewehr zu reparieren. Ich gucke mal. Ja, die sind teuer zum Reparieren. Ja, das ist das 116er, was unser Mr. Captain uns am Anfang gegeben hat. Okay, also, wir sehen gerade definitiv keinen anderen Biberdamm. Das heißt, sobald dieser Biber aus dem Wasser kommt, werden wir ihn uns schnappen, wenn uns dann nicht wieder irgend so ein blödes Vieh nervt, wie dieser Mikroraptor. Nimm da die 95 Metallbahn raus. Ja, holt ab. Mach ich gleich. Werkbank. Wenn ich den Agi runtergeholt habe, dann nehme ich da 95 raus. Jetzt versuchen wir es mal. Soll ich vielleicht die Sachen mitgeben? Wegen den... Das machen wir gleich. So. Ich habe das alles bei mir eingepackt. Sehr gut. Wie sieht es aus? Ja, kann ich ja gleich mitnehmen hier mit dem Agi. Ja. Ich habe tatsächlich zwei Brontos. Einen Low-Leveligen mit Level 30, 40 und einen höher-Leveligen mit irgendwie so um Level 70, 90 inzwischen. Weil wir haben hier mit einem gesenkten Schwierigkeitsgrad angefangen und sind seit heute auf Schwierigkeitsgrad 1. Ne, wer schon mal einen Server hatte, wer schon mal seinen eigenen Spielstand eingestellt hat, der weiß, was das bedeutet. Ne? Wir haben mit 0,5 angefangen. Jede Woche werden wir um 0,25 erhöhen. Das heißt, irgendwann werden wir hier Level 300 Dinos auf der Map rumspazieren haben. Ja, bis dahin sind wir natürlich auch schon stark ohne Ende. So. Und wie du jetzt siehst, ich habe hier einen männlichen Biber Level 4. Weil ich aktuell keinen anderen finde, nehme ich den mit. Bitte, Aki steht bereit, kannst du reinpacken, Mareike. Okay. Da die ganzen Materiale packe ich jetzt in Archie ein, das nimmt er jetzt mit. Gut. Genau. Die Kühlkammer da. Gut. Ja, wir haben da immer wieder einen Drop in der Nähe, da mache ich das dann. Okay. Hm. Ich hab's direkt eingepackt jetzt. Dankeschön. Weil ich werde garantiert mal vorbeikommen und meine Kapseln bei euch laden. Oh, kein Problem. Und ich nehme jetzt 95 Bahnen für dich mit. Jo. Das muss ich ihm halt dann aufteilen, weil das kommt ja, ist ja dann halt dann zusammen. Ja, alles gut. Wenn ihr 95 Barren plus das, was ich für die Kammer brauche, dabei habt, dann ist das ja Schnuppe. Okay. Ah, na, ich sag's nur. Hm? Nicht vergessen, Essen zum Trinken mitnehmen. Hast du auch genug zum Essen und zum Trinken dabei? Hab ich. Alles ich habe noch 21 Fleisch, ich habe ein Lagerfeuer da, ich habe Dinos da, mit denen ich jagen kann. Das passt. Okay. Ich habe 100 Fleisch mit. Ja. Hast Wasser nachgefüllt? Ja. Kann er sonst auch bei mir machen. Ist nicht besser, du wartest erst, wenn die Sicht besser ist? Ja, es wird gerade nebelig. Okay. Ja. Nur ich kann mit dem... Mit dem Biber kann ich nicht einfach so sagen, ach ja, dann warte ich jetzt. Das habe ich nicht gesehen, dass es gerade nebelig wird. Ja, dann warte ich noch. Ist auch gerade erst aufgezogen bei mir. Also, verflixt du dich und das ich war, muss wieder kommen. Kenny, das war vorhin auch ganz witzig. Mareike und ich sind zum Vulkan geflogen. Ja. Mareike hat das im Stream nur ganz leicht geregnet und bei mir war Unwetter hoch. Mhm. Und wir waren 5 Meter voneinander entfernt. Ja. Selbst wenn ihr nebeneinander fliegt, kann das passieren. Es kann bei dem einen Sonnenschein sein und bei dem anderen Regen. Na, ja. Das ist halt so die Verbindung zwischen Konsole und Server.
Ne? Weil es kann sein, dass es gerade geregnet hat. Du kommst in den Bereich, hast noch dieses schlechte Wetter, während er mit seiner besseren PlayStation schon die neuen Daten hat und bei ihm regnet es dann plötzlich nicht. Nee, bei mir war es schlimmer. Ja, nein, ne, es kann in beide Richtungen gehen, das meine ich damit. Ne, kann auch sein, ne, bei Mareike ist noch, oh, schönes Wetter. Und bei dir, ey, hier schlägt gerade der Blitz nach Mandan ein. Unwetter, Tornado-Warnung und Co. Ne? Und 5 Minuten später hat sie das dann auch. Ja, cool. Tornado-Warnung ist gut. Ja, Gott sei Dank gibt's das hier nicht, ey. Stellt euch das mal vor. Ja, schade. Weißt du, wo eine Sturm-, Wüstenwarnung und alles welche gibt? Auf der anderen Map, da wo der Sandwurm ist. Ja, das ist aber wiederum, ne, was anderes. Oh, jetzt hat der Biber mal ein bisschen geknurrt. Ich find's nur gut, dadurch, dass wir ihn nur gepackt haben und ihn nicht verletzt haben bis jetzt, greift er uns aktuell nicht an. Du gehst auf deinen Namen, machst, ich glaube, einen Rechtsklick. Alter, was ist? Nein! Machst Rechtsklick drauf und dann kannst du oder Linksklick und dann kannst du Farbe ändern. Oder auf deinem Logo oben. Alter! Glaube ich jetzt nicht. Wo? Wo sind sie? Hallo, Level 40. Unter anderem. Jetzt habe ich hier ein paar Insekten hinter mir. Das sieht wüst aus, ne? Ja, die laufen Gott sei Dank in die andere Richtung. Du schaffst es. Die laufen Gott sei Dank in die andere Richtung. Und normalerweise könnte ich jetzt durch einen Angriff die fliegenden Ameisen abwehren. Ich habe aber den Biber, den würde ich damit verletzen und oder töten. Das heißt, ich kann aktuell mich nicht wehren. Und ja. Also bei mir ist die Sicht schon wieder besser. Und da vorne sehe ich auch schon, da ist der Spino und dahinter kommt dann unsere Falle gleich. Ich bin auch unterwegs. Sehr gut. Schön aufpassen. Ja, Mama. Hast du es gefunden, Laui? Ich habe das einmal gemacht und seitdem nicht mehr. Und das ist jetzt auch schon 2, 2,5 Jahre her. Seitdem nicht mehr. Da futtert ein Spino. Da seht ihr, überall liegen tote Tiere. Also zumindest da jetzt mal ein toter Kano. Auf dem Tablet habe ich weder links noch rechts. ja. Okay, hier kommt gerade ein Drop runter. Nur der ist in der Nähe vom Spino, also da würde ich ungern hingehen. So. Ja, ich habe noch ein Stückchen. Nun langsam geht mir die Ausdauer aus. Müsste aber jetzt gleich spätestens nach dem nächsten Hügel müsste da sein. Alternativ, wenn gleich alle Stricke reißen, muss ich hingehen und den Biber betäuben. Oh, da unten habe ich einen Bär gesehen bei dir. Ja, ist nicht der einzige. Da ist es. Und da, ach ja. Er farmt doch Fasern. Ja, ich weiß, da läuft so ein Menschenaffe unten links. Da habe ich auch schon 3, 4 Stück. Unten rechts ist auch wieder ein Dire-Bier. Da liegt ein toter Schubser. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der Diplo, der Große da. Der Kopfnuss-Dino, wie er auch gerne genannt wird.
weil er einem nur eine Kopfnuss gibt und wegschubst. Ach der. Ja. Der keinen Schaden macht, da links läuft ein Triceratops. Rechts ist ein Hirsch. Da hinten fliegt ein Petri und ist noch ein Lebender von den Schubsern. Also ja, sehr viel los bei mir. Also deswegen habe ich auch hier die Stelle dafür ausgesucht, die Falle zu bauen. Einfach weil du hier so viele Tiere hast. So, jetzt gehen wir hin, wir gehen einmal runter, schmeißen ihn ab, weil wir wollen ihn ja nicht aus zu hoher Höhe fallen lassen. Drehen hier eine Ehrenrunde und landen. Gucken, wo er ist. Das dürften ein paar Terrorbirds sein, die da den Kadaver fressen. Ganz vorsichtig hier. Da unten, das sind Terrorbirds. Die kommen später. So. Der Biber frisst Dings, ne? Bären. Was ist jetzt los? Wieso? Verbindung zum Surfer verloren. No. Doch. Okay, warst du hoch? Nein, ich bin gerade gelandet in Nähe des Sumpfgebietes. Das war ein Treffer. Wie ändere ich die Farbe in meinem... wie gesagt, also entweder klick mal auf dein... Geh mal, kannst du deinen Namen anklicken? Yes, Treffer. Jetzt warten wir kurz. Und er liegt. Ein Schuss, ein Treffer, ein schlafender Biber. Jupp. Ich kann nicht wieder raufkommen. Das ist so. Nervig. Dann musst du das am PC machen, mein Guter. Ich weiß es gerade auch nicht. Höp. Ein Futternapf fehlt hier noch. Ab. Zack. Da frisst der Bären und ist schon zum Viertel getamed. Hoffentlich komme ich jetzt wieder hoch. Ja, das sollte eigentlich klappen. So, nur für ihn habe ich jetzt noch keinen Sattel. Ich bin gerade echt am Überlegen. Hast du irgendwo so dieses Mannequin oder was, wo man sagt so, das bist du, dein Profil anzeigen, weil eventuell kannst du das da in den Einstellungen. Ja, da hat er nochmal was gegessen. Also ich meine, es geht über Einstellungen. Kannst du das mit der Chatfarbe ändern? Aber jetzt nagel mich da bitte nicht drauf fest. Ein Level kriegt er dazu, ist dann Level 5. Na, je nachdem. Du bist tot. Von der Titanboa. Jo. Hoffentlich ist mein. Scheiße, wie komme ich da jetzt wieder hin? Du kannst bei mir im Haus im Bett spawnen. Ach, der Biber wird jetzt gleich am Rad drehen und versuchen irgendwie aus der Behausung rauszukommen, aber er kommt nicht raus, denn ist alles zu. Ich hoffe, ich bin jetzt bei dir. Das siehst du gleich, wenn du aufstehst. Ja, irgendwo hier in so einem Baumhaus, ja. Ja, sehr schön. Ich bin auf dem Weg zu dir, weil du weißt, wo du zwischengelandet bist.
Warte, ich lasse dich hier die Leiter rauf. Kommen sie raus. Ich muss ja nur die Leiter finden. Ach da. Ja, andere Seite. Genau, von da aus. Ja, und wo? Jetzt habe ich gewusst, dass genau sowas passiert. Komm hier raus. Ich bin ein Laptop. Ja. So, wir müssen mal lang. Richtung, also den Fluss runter und dann Richtung Sumpf. Wir sind hier direkt am Sumpf. Ich fliege jetzt Richtung Kitty, Richtung Mareike, Richtung euer Home. Weil hier ist der Sumpf. Warte mal, ich kann nichts sehen. Ja, guck auf Karte, du hattest ja auf der Karte eine... Hier muss das irgendwo... Nee, ein Stück wieder Richtung dir. Ja. Da unten... Wenn du den Fluss lang fliegst, ja? Da unten ist der erste große Felsen da. Nein, Roberto ist tot. Nein! Ich kill diese scheiß Schlange. Da kümmere ich mich schon drum. Ja. Roberto! Wo? Roberto! Du Dreckschlange! Ja. Wo lang? Oh oh, da ist die Schlange. Welche der beiden? Der drei. Eine tot. Zweite tot. Dritte tot. Du musst herkommen. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Hier oben, da auf dem Felsen. Ach da liegt deine Leiche, yep. Roberto! Jetzt komme ich da nicht rauf. Warte. Ja. Hilfe, ich werde angegriffen. Na, das wird doch schon bearbeitet hier. Komm her, alle, hepp. Oh, jetzt habe ich Biene. Kitty erwischt. Sorry, ich wollte. Hab ich doch schon. Ja, lass mich los doch. Ich hänge hier. Na, jetzt? So, Moment. So. Also, ganz ruhig stehen bleiben. Höp. Na, komm. Ach, ich hab grad keine Ausdauer. Moment. Scheiße, ey. Wär ich nicht vom Surfer geflogen, wäre nichts passiert. Ja. Moment, hast du es? Nein, nee. Du bist wieder runtergeglitscht, okay. Moment, alle. Kitzi, Mareike hat dich ja jetzt fallen lassen. Genau. Gut. Und jetzt gucken wir, wo hier noch die Tasche von dem Agi ist. Weil die muss ja hier auch irgendwo liegen. Ja, Roberto. Ja. Ich noch Eier habe. Aber das war mein Roberto. Ja, da unten, das war da der unten. Gezähmte. Hier ist die Tasche, Kenny. Hast du? Okay. Hier. Das war der gezähmte Roberto. Kitty, hast du Männlein oder Weiblein, Agi? Na, was du jetzt gerade hast. Dieser Baby. Ja, dann können wir gleich, wo ist denn jetzt der, da drüben. Dann können wir jetzt gleich, hepp. So, ihr packt die Sachen rein. Wir können eben gleich ein Ei machen, wenn aber ihr nicht wollt. Hier. Na, gleich da vorne an der Falle. Mareike, ja. Kenny, du müsstest ein bisschen näher kommen. Ja.
Aber wir müssten doch ein Männchen und ein Weibchen zu Hause haben. Ja, das Baby, aber das ist nicht erwachsenes Männchen. Ja, und ich habe hier Level 100 und...